قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أصحابه وعلى أهله وعلى من اتبع أثرهم واقتفى هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Verehrte Geschwister, für Allah, der Muslim, der Mu'min, der Muwahhid hat in seinem alltäglichen Leben nicht mehr als drei Ziele. Jeder von Ahl, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jeder Einzelne und die Ummah im Ganzen sollte in ihrem Alltag nicht mehr als drei Ziele haben. Welche drei Ziele sind das? Das erkennen wir, oder das wurde abgeleitet von einem sehr, sehr bedeutenden und wichtigen Hadith, den uns Salama Ridwanullahi alayha berichtet. Nämlich, dass der Gesandte sallallahu alayhi wasallam nach jedem Morgengebet, yani zu jedem Tagesanbruch nach dem Gebet und nach diesem regelmäßigen Azkar, dass er zu sagen pflegte, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen. Ich bitte dich um gute Versorgung und ich bitte dich um angenommene Taten. Und in einer Riwaya, und ich bitte dich um rechtschaffene Taten. Dieser Hadith ist gewaltig und beinhaltet großartige Weisheiten und Notwendigkeiten, welche sich für uns daraus ergeben, wir, die dem Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen müssen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam pflegte also, wie gesagt, jeden Tag um diese drei wichtigen Punkte Allah zu bitten, um nützliches Wissen, um gute Versorgung und um angenommene Taten. Und tatsächlich hat der Muslim in seinem Leben und seinem Alltag kein viertes Ziel außer diese drei Ziele. Daraus geht einiges hervor. Zum Beispiel, dass der Gläubige jeden Tag nach diesen drei Punkten aufs Neue streben sollte. Jeden Tag. Und daraus geht auch die Wichtigkeit hervor der Dinge, um die man bittet. Und wenn wir uns den Zustand der Umma anschauen, das einzelne Leben des Muslims und die Umma im Allgemeinen, dann sehen wir, dass sie in einem Chaos leben, in einem Wirrwarr und in einem Durcheinander. Zum Teil leider weit entfernt von Allah, weit entfernt von der Izza, weit entfernt von Stabilität in der Religion. Und wenn wir sehen, welche Gründe das sind oder welche, aus welchen Gründen oder welche Beweggründe oder welche Ursachen zu diesem Zustand geführt haben, dann sehen wir, dass diese Umma genau in diesen drei Punkten in einem Chaos lebt. Weil sie erstens nicht von gutem und schlechtem Wissen unterscheiden kann und weil sie von guter und schlechter Versorgung nicht unterscheiden kann und das auch nicht umsetzt und weil sie natürlich von guter und schlechter Anbetung oder von guten, nützlichen Taten und üblen und schlechten Taten nicht unterscheiden kann. Deswegen ist es von einer enormen, oder deswegen ist es enorm wichtig oder ist die Notwendigkeit groß, eben diese drei Punkte im Leben umzusetzen. Und das fängt natürlich als allererstes damit an, dass wenn man nach jedem Fajr-Gebet Allah subhanahu wa ta'ala um diese drei Punkte bittet. Von Salama überliefert, radhiallahu alaiha, dass man sagt, oder dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und dass wir auch in unserem Leben sagen sollen, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Was ist al-ilm al-nafi'? Das ist erstmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir wissen müssen. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat mit in seiner Dua mit dem nützlichen Wissen angefangen. Und diese Bevorzugung, oder dass das Wissen an erster Stelle gesetzt wurde, hat auch eine tiefe Bedeutung, nämlich, dass man ohne dem nützlichen Wissen nicht zwischen guter und schlechter Versorgung unterscheiden kann und auch nicht zwischen rechtschaffener
und schlechter Tat unterscheiden kann, beziehungsweise auch es so umsetzen kann. Deswegen hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit dem nützlichen Wissen angefangen. Was ist das Wissen im Allgemeinen? Wie Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab in Al-Usul al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundlagen, erklärt hat, und jeder, der Talabatul Ilm betreiben will, jeder, der nach dem Wissen streben will, kommt nicht an diesem Buch oder beziehungsweise an diesen Metten vorbei. Al-Ilm al-Nafi' oder beziehungsweise erstmal Al-Ilm, Ma'rifatul Ilm, das bedeutet Ma'rifatullah, subhanahu wa ta'ala, Ma'rifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Ma'rifatul Din al-Islam bil Adillah. Das bedeutet das Wissen über Allah, das Wissen über seinen Gesandten und das Wissen des Islams mit den Beweisen. Mit den Beweisen hat er noch separat oder beziehungsweise zusätzlich verdeutlicht und erwähnt. Und das arabische Wort Ma'rifa bedeutet eigentlich nicht wissen, sondern erkennen, etwas verstehen, etwas begreifen. Und genau hier sind wir schon beim Problem in der heutigen Situation, dass viele Leute meinen, etwas zu wissen oder verstanden zu haben, wobei sie nur das Wissen tragen, aber das Wissen nicht verstehen. Denn ein nützliches Wissen bedeutet nicht in erster Linie, dass man viel auswendig lernt, wie Sheikh Abdul Razzaq al-Badr sagt, sondern das nützliche Wissen bzw. das, was die Menschen weiterbringt, ist, dass man das Wissen versteht. Entnommen aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach seiner großen Rede, als er sagte, die Anwesenden sollen es den Abwesenden weitergeben und weiterbringen. Denn es mag sein, dass derjenige, dem das Wissen überliefert wird, dieses Wissen besser verstehen als der Träger, der es überliefert. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Liebe Geschwister, nützliches Wissen bedeutet das Wissen über Allah, über seinen Gesandten, über die Religion mit Beweisen. Wie Sheikh Uthamin rahmatullahi alayh schon gesagt hat, dass die Gelehrten sich in einer Angelegenheit und in einer wichtigen Regel einig sind. Nämlich, man darf niemals eine Angelegenheit so nehmen und sie verinnerlichen und nach der Verinnerlichung die Beweise für diese Angelegenheit finden. Sondern im Gegenteil, man muss zuerst die Sachlage, die Beweislage einer Angelegenheit von den Angelegenheiten der Religion prüfen und verstehen, und dann erst soll man diese Angelegenheit gestützt von Beweisen verinnerlichen und verstehen. Warum ist das so aufgelegt oder warum ist diese Regel so wichtig? Weil die Gefahr besteht, wenn man erstmal, nachdem man eine Angelegenheit verinnerlicht, danach die Beweise sucht, dass man die Beweise so versteht und so interpretiert, dass sie mit der Verinnerlichung übereinstimmt. Aber wenn man sich zuerst die Beweislage anschaut, wenn man sich zuerst die Sachverhalt anguckt, die Aussagen der Rechtsgelehrten anguckt und die Beweise, die sie bringen, danach die Angelegenheit verinnerlicht, dann führt das dazu, dass man es nüchtern, neutral und sachlich verinnerlicht. Und das ist natürlich dann die Gewährleistung für das richtige Verständnis. Das nützliche Wissen ist das Wissen über Allah, seinen Gesandten und der Religion mit den Beweisen nach dem Verständnis des Salafus Salih bzw. der Rechtsgelehrten der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und genauso ist es wichtig, dass man das Wissen auch weiß, dass man weiß, von wo und von wem man das Wissen nimmt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sagte, Allah wird das Wissen nicht emporheben, indem er es aus den Brüsten löscht. Er wird es emporheben, indem er die Rechtsgelehrten sterben lässt, einer nach dem anderen, bis die Menschen zu Juhal, zu Unwissenden, zu Chaoten, zu Hohlköpfen gehen und sie in Positionen verschaffen oder in Positionen bringen, dass diese Unwissenden Rechtsurteile geben können, Urteile geben können, sodass sie selbst in die Irre gehen und die Menschen in die Irre führen. Und es geht hier nicht um irgendeine Talkshow oder um irgendeine Lappalie, irgendeine leichte Sache. Es geht um Rechtleitung und um Irrweg. Und deswegen verdeutlicht dieser Hadith sehr stark und sehr explizit die Wichtigkeit der Rechtsgelehrten. Deswegen ist es falsch, was einige Brüder machen, in ihrer Herangehensweise Wissen von YouTube zu beschaffen oder durch Foren zu beschaffen oder über Facebook zu beschaffen. Das Wissen wird nicht von diesen Quellen genommen, weil diese Quellen unbekannt und auch zum Teil zionistisch gesteuert sind, sondern das Wissen wird aus den Brüsten der Rechtsgelehrten genommen.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir die Wichtigkeit oder die Notwendigkeit und den Status der Rechtsgelehrten kennen, damit dies eine Grundlage unseres Verständnisses ist im Erlernen der Religion. Und das sagte einer der Salafus Salih, einen Satz, den kann man mit Gold schreiben. Die kann man mit Gold schreiben. Er sagte, إنما هذا العلم دين فلينظر أحدكم من من يأخذ دينه. Wahrlich, dieses Wissen ist Religion. So soll einer von euch oder so sollt ihr darauf achten, von wem ihr eure Religion nimmt. Nicht einfach von Unbekannten, von No-Names, von irgendwelchen Leuten, die plötzlich erschienen sind, ihre Biografie unbekannt ist, wo sie gelernt haben, unbekannt, wer sie unterrichtet hat, Allahu A'lam. Der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte, das meiste, was ich für meine Umma fürchte, ist jeder Munafiq alim in Lisan. Jeder Heuchler, der stark im Reden ist. Denn es kann sein, dass jemand kommt und jemand gut spricht und gut argumentiert und er sagt, qala Allah und qala Rasul, aber in Wirklichkeit vernichtet er die Religion und er vernichtet das beziehungsweise die Religion der Menschen und führt sie in die Irre. Deswegen kann es einen Philosophen geben, der so stark redet und den Muslim in die Irre führen kann, der den Tauhid oder das Wissen nicht lernt. Genauso kann es einen Sufi geben, einen Khariji oder einen Schiiten oder jemand einen, der die Eigenschaften Allahs deutet oder verdreht oder verleugnet, sogar ein Kafir, ein Atheist, jeder, der stark in der Argumentation ist und den Koran verwendet oder die Sunna verwendet, kann es schaffen, die Menschen in die Irre zu führen. Deswegen nicht jeder, der mit der Fahne wedelt, liebe Geschwister, nicht jeder, der erscheint und der vermeintlich etwas Gutes tut, tut auch etwas Gutes. Denn die Wahrheit wird nicht nach den Personen gemessen, sondern die Personen werden nach der Wahrheit gemessen, liebe Geschwister. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und ein sehr, sehr wichtiges Element hinsichtlich des nützlichen Wissens. Was ist die gute Versorgung? Die gute Versorgung, liebe Geschwister, ist alles, was dem Diener den Lebensunterhalt gewährleistet, an guten Dingen, die Allah erlaubt hat. An Kleidung, an Nahrung, an Essen, an Handel, an Bildung. All dies ist die gute Versorgung. Und auch hier ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Halal und zwischen Haram. Viele Leute betreiben Zinsen, handeln mit Zinsen oder Rishwa auf Deutsch fällt mir jetzt gerade in dem Moment nicht ein, Schmiergeld, genau. Und sie denken, dass sie etwas Gutes tun oder etwas Gutes machen und sie denken, dass diese Versorgung halal ist. Viele Leute kennen die Arten von Zinsen nicht und die Arten von dem Handel, der verboten ist, nicht und leben da drin oder beziehen ihren Lebensunterhalt aus diesen verbotenen Quellen, bis sie eine böse Überraschung landen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man das Wissen hier, wie gesagt, studiert und erlernt. Von wem? Von den Rechtsgelehrten der Umma, von Ahlus Sunnati wal Jama'a, die dir die Urteile erklären, um zu wissen, was die gute und was die schlechte Versorgung ist. Und genauso bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um angenommene Taten, beziehungsweise um rechtschaffene Taten. Und auch hier ist das Wissen erforderlich. Es sagte Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, er sagte, derjenige, der Allah anbetet ohne Wissen, sein Schaden liegt näher als sein Nutzen. Und dies kommentierend sagte Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abad al-Badr, er sagte, und das können wir auch für denjenigen sagen, der zu Allah ruft ohne Wissen, dass sein Schaden näher liegt als sein Nutzen. Liebe Geschwister, um nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig die Gelehrten ist, wie wichtig die Zuhilfenahme der Rechtsgelehrten, der Ahlus Sunnati wal Jama'a ist, indem wir, oder beziehungsweise, dafür bringe ich einen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, worin er sagte, wahrlich, die Gelehrten sind die Erben der Propheten, beziehungsweise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Oder was können wir davon ableiten? Was können wir davon verstehen? Wenn du beispielsweise irgendeinen Bezug zu einem Vermögen von einem Menschen hast, du hast irgendeinen Bezug, entweder vertraglich oder aus sonst irgendeinem Verhältnis, und dieser, mit dem du diesen Vertrag oder diesen Bezug zu seinem Vermögen hast, stirbt auf einmal. Und sein Besitz wird weiter vererbt. Zu wem gehst du dann?
Natürlich gehst du dann zu den Erben desjenigen, mit dem du vorher zu tun hattest, um dieses Verhältnis zu pflegen oder um deine Angelegenheit weiter zu pflegen oder zu erledigen. Und wie ist es mit der Religion? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch gelebt hat, jedes Problem, was in der Umma aufgetaucht ist, wurde von den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelöst, weil sie alle zu ihm gegangen sind. Nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, waren es die Gelehrten der Sahaba radhiyallahu anhum, die die Urteile für die zukünftigen oder die neuartigen Situationen gegeben haben. Das war ein Fehler. Hier war ein Fehler von den Khawarij, von denen, die die Sahaba aus dem Islam ausgeschlossen haben. Ihr größter Fehler bestand darin, dass sie sich nicht mit den Gelehrten der Sahaba beraten ließen. Dass sie sich die Angelegenheiten, die Verse nicht von ihnen erklären ließen. Und genau das ist das Problem, was wir heute in verschiedenen Farben und Abteilungen und Zersplitterungen haben. Man findet immer die Gruppe, die in die Irre gegangen ist. Man findet immer, dass einer der Hauptbeweggründe oder der Hauptursachen diejenige ist, dass sie sich nicht mit dem Rechtsgelehrten der Ahl Sunnati wal Jama'a beraten, die Erklärung ihrer Urteile nicht beherzigen, nicht verstehen, sie sich nicht sachlich anschauen. So finden wir Gruppen, die einen politischen Islam predigen. Und wir sehen Gruppen, die einen mystischen Islam predigen. Und wir sehen Gruppen, die nur einen vergebenden, einen toleranten, beziehungsweise einen liberalen Islam, besser gesagt, predigen. So ist der Islam vielmehr eine Religion, die alles umfasst, und die Hauptessenz und das Hauptziel dieser Religion Islam ist Al-Ubudiyyah, Allah, entsprechend deiner Situation, entsprechend deines Umstandes anzubeten. Al-Ubudiyyah ist der Sinn vom Islam. Und so sehen wir diese Gruppen, die diese Sache nicht wirklich verstehen, sie keinen Bezug zu den Rechtsgelehrten nehmen. Und du siehst, wie ich vorhin gesagt habe, manche, die einen politischen Islam predigen, manche, die einen liberalen, einen säkularen Islam predigen, und manche, die einen militanten, militärischen Islam predigen. Du siehst Leute, sie treten auf im Militärstil und sprechen, oder der Hintergrund ihrer Reden ist nur Gewalt, Hass und Rache. Vielmehr ist der Islam eine Religion, die dir dein richtiges Urteil für die gegebene Situation gibt. Und dafür brauchen wir die Rechtsgelehrten. An dieser Stelle möchte ich hier, weil wir gerade in Deutschland leben, auf zwei Plattformen hindeuten, die sehr hilfreich sind. Die sehr, sehr hilfreich sind. Die erste ist ad-durus.de, www.durus.de. Das wird inshallah eingeblendet. Der Leiter dieser Seite ist Sheikh Nail Imradhan, und er ist vertrauenswürdig, und sein Wissen, was er dort weitergibt, bildet eine Brücke zu den Rechtsgelehrten oder zu dem Verständnis des Salafus Salih. Das ist eine Seite, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Für YouTube kann ich auch etwas sehr empfehlen, nämlich Stimme der Gelehrten 1. Ja, und das brauchen wir, eine Beziehung zu den Rechtsgelehrten. Sie sind die Leiter in der Dunkelheit. Sie erklären uns die Urteile. Durch die Rechtsgelehrten kennen wir die sieben Shurut von La ilaha illallah. Durch die Rechtsgelehrten kennen wir die drei Grundlagen. Durch die Rechtsgelehrten kennen wir die Basis von Al-Aqida und die Basis oder das Verständnis von Al-Manhaj. Durch die Rechtsgelehrten können wir unterscheiden, liebe Geschwister, zwischen Al-Bid'a und Al-Sunnah und Al-Tawhid und Al-Shirk und Al-Kabair und Al-A'mal al-Salihah. Al-Kabair, die großen Sünden, und die rechtschaffenen Taten. Weil sie den Koran analysiert haben, weil sie den Koran studiert und anhand Regeln und Leitbegriffen und Erklärungen uns den Islam näher gebracht haben, damit die 0815 Muslime es verstehen und dieses, was sie auch verstanden haben, umsetzen. Deswegen, liebe Geschwister, abschließend möchte ich euch auch noch einen Rat geben. Seid wachsam, seid keine Schafe, seid nicht diejenigen, die sich von Unwissenden in die Irre lassen führen. Nehmt eure Religion nicht von No-Names, von irgendwelchen Leuten, die nichts haben, was sie stützt, die nichts haben, keine vertrauenswürdigen Personen, die hinter ihnen stehen, haben, die sie bestätigen oder für sie zeugen, sondern nehmt euer Wissen von den anerkannten, vertrauenswürdigen Rechtsgelehrten, die in ihrer Gerechtigkeit bekannt geworden sind. Und ich kann gerne einige Namen nennen: Sheikh bin Baz rahmatullah alayh, Sheikh Muhammad Salih ibn al-Uthaymin rahmatullah alayh, oder von denen, die noch am Leben sind, Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, etc. Das sind Elite-Gelehrten, und es gibt noch
viele, die auf diesem Manhaj und auf dem Manhaj der Sahaba und der Madhahib sind, und wir brauchen sie. Sie sind unsere Väter im Wissen. Sie sind diejenigen, die ihr Leben lang diese Religion studiert haben, Jahrzehnte im Wissen waren, im Wissen gegeben haben. Sie haben Bestätigungen von Rechtsgelehrten. Sie haben ihr Wissen bewiesen und sie haben die Situation oder die Urteile ausführlich erklärt. Und nur der Dummkopf, nur der Schwachkopf, nur derjenige, der sich von seinen Emotionen leiten lässt, nur derjenige, der die Schwere dieser Religion, diesen Wissens gar nicht erkannt hat, er verzichtet auf sie und denkt, dass er seine eigene Suppe kochen kann. Wer das denkt, dass er seine eigene Suppe kochen kann und dass er den Islam nicht ihren wahren Wert gibt und den Rechtsgelehrten nicht ihren wahren Wert gibt, sondern denkt, dass er selber etwas erreichen kann, ohne dass er bei den Gelehrten studiert, dann wird es für ihn ein böses Erwachen geben. Möge Allah mich und euch vor einem bösen Erwachen bewahren, liebe Geschwister, nochmal die Dua. O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen und um gute Versorgung und um angenommene Taten. Jeden Morgen nach dem Fajr-Gebet und danach die Gründe suchen, um dieses Ziel zu erreichen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.